Hallihallo, liebe Gartenfreunde, willkommen zu diesem neuen Video. Ich möchte alle neuen Abonnenten grüßen. Ich freue mich total, dass ihr dabei seid. Macht mir total Spaß, euch Videos zu machen. In diesem Video möchte ich euch mal mitnehmen und zeigen, wie ich meine Pflanzen in den Töpfen gieße. Bei uns ist es nämlich seit Wochen brütend heiß und die Pflanzen in Töpfen sind dann natürlich immer besonders empfindlich bei solcher Hitze. Und da möchte ich euch einfach mal mitnehmen und zeigen, auf was ich da so achte. Das Video teile ich auf in 5 Teile. Im ersten Teil zeige ich euch, wie ich herausfinde, welche Pflanze gegossen werden will. Ja, wie erkennt man das, ob die Durst hat? Im zweiten Teil geht es darum, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen. Ist es eher abends, ist es eher morgens oder mittags? Wann gießt man dann am besten? Im dritten Teil geht es darum, wie viel sollte man gießen? Wie erkennt man das, ob das genug ist oder zu wenig? Im vierten Teil geht es um mögliche Fehler, die man machen kann und wie man die vermeidet. Und im letzten Teil gebe ich euch noch ein paar Tipps und Tricks, die sich bei mir bewährt haben. Also, wenn euch das interessiert, bleibt gerne dran. Los geht's! Ein sicheres Anzeichen, dass die Pflanze Durst hat, sind die oberen Blätter, die Triebspitzen. Wenn die so labbrig werden wie hier, die biegen sich dann so runter und sind schlapp, dann ist das immer ein zuverlässiger Anzeiger, dass die Pflanze wirklich jetzt einen Wassermangel hat. Oder noch richtig keinen richtigen Mangel, aber richtig Durst jetzt. Das heißt, jetzt sollte man gießen. Das schädigt die Pflanze aber nicht, wenn mal hier die Blätter runterhängen. Wenn man da gießt, innerhalb von Minuten ist es wieder normal. Die unteren Blätter sind in dem Zustand jetzt noch nicht schlapp, das ist eigentlich immer nur oben. Eine weitere Sache, wo ihr erkennt, dass die Pflanze Wasser braucht, ist der Boden natürlich, der Topf, wo die drin wächst. Das ist eigentlich immer die zuverlässigste Methode, um herauszufinden, dass die Pflanze Wasser braucht. Es gibt nichts Besseres als Finger in die Erde und einfach mal fühlen, wie es sich anfühlt. Und dabei nicht nur ein bisschen die Oberfläche fühlen, sondern wirklich mal ein bisschen tiefer. Einfach mal richtig rein in den Boden und dann merkt ihr schnell, ist der Boden trocken oder nicht. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, wie sich ein trockener oder ein nasser Boden anfühlt, würde ich euch empfehlen, gießt einfach mal mit der Gießkanne schön und wartet ein paar Minuten ab, bis sich der Boden schön vollgesogen hat und dann probiert nochmal. Einfach nochmal mit dem Finger in die Erde, dann merkt ihr, aha, so fühlt sich ein nasser Boden an, dann habt ihr so eine Referenz. Und daran könnt ihr euch dann immer orientieren bei der Beurteilung, ob eure Pflanze Durst hat oder nicht. Hier bei der Aubergine erkennt man es auch schon, die oberen Blätter werden so ein bisschen weich und schlapp und hängen so ein bisschen runter. Die brauchen jetzt auch mal dringend Wasser. Wann ist jetzt der richtige Zeitpunkt zum Gießen? Ja, da braucht man gar keine Wissenschaft draus machen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, gießt einfach morgens. Das hat sich am besten bewährt, das machen auch die Profigärtner so. Das ist einfach gut für die Pflanze, wenn die morgens Wasser zur Verfügung hat, wenn die ganzen Prozesse anfangen und über den Tag dann genug Wasser zur Verfügung hat. Aber das ist auch kein Problem, wenn man mittags gießt oder abends. Schaut einfach nur, wenn irgendwie richtig krass Sonne scheint, dass jetzt nicht die ganzen Blätter nass werden. Das ist nicht so ideal. Aber da braucht man keine Wissenschaft draus machen. Hauptsache Wasser. Ja, die Frage, wie viel sollte man jetzt gießen, kann man nicht pauschal beantworten. Das hängt immer von der Topfgröße ab, von der Pflanzengröße und vom Wetter natürlich. Hier habe ich jetzt zum Beispiel eine Tomate in einem ganz kleinen Topf und die muss ich super oft gießen bei dem heißen Wetter. Das hängt einfach mit dem Volumen der Erde zusammen. Da kann nicht viel Wasser gespeichert werden. Daher empfiehlt es sich immer, möglichst große Töpfe zu wählen für eure Pflanzen. Da braucht ihr weniger Gießen und die Pflanze wächst einfach besser. Und zum Beispiel hier bei meinem Hochbeet, das hat ein großes Volumen, Erdvolumen und 5 Pflanzen wachsen da drin. Da gieße ich vielleicht einmal die Woche und dann richtig viel, 30, 40 Liter, sodass der ganze Boden schön feucht ist. Natürlich ohne Staunässe, das ist ganz wichtig. Und dann passt es total. Aber das hängt immer ein bisschen vom Wetter ab, von der Topfgröße. Und das Beste ist einfach immer, kontrolliert einfach immer mit der Hand in die Erde und guckt, wie fühlt sich der Boden an. Und dann könnt ihr euch immer daran orientieren. Weil pauschal kann man das nicht beantworten. Aber prinzipiell gilt, je kleiner der Topf, je öfter müsst ihr gießen. Und je größer der Topf, je seltener müsst ihr gießen. Wenn jetzt hier zum Beispiel mal eine Woche Regenwetter ist, dann gieße ich gar nicht mehr, weil einfach die Pflanze so wenig verdunsten kann. Einfach immer ein bisschen gucken aufs Wetter. Wie ist das Wetter? Und dann könnt ihr das gut beurteilen, braucht die Pflanze Wasser oder nicht. Aber das Sicherste ist immer einfach den Boden anfühlen. Dann könnt ihr euch immer das beste Urteil bilden. Aber so der Idealzustand wäre eigentlich, wenn der Boden im Topf permanent ganz leicht feucht ist. Also nicht nass, sondern so ganz leichte Feuchte hat. Das wäre das Ideale. Und das kann man ja probieren, sich daran zu tasten mit der Zeit. Man kriegt auch ein Gefühl. Wie viel braucht die Pflanze jetzt gerade Wasser? Wie viel muss ich gießen? Und ja, da probiert ihr euch einfach aus. Lieber zu wenig gießen als zu viel. Und versucht einfach immer, dass der Boden ganz leicht feucht ist. Das ist eigentlich perfekt. Da könnt ihr dann nichts falsch machen.
Aber prinzipiell gilt die Faustformel lieber zu trockenem Boden als zu nass. Das hat sich eigentlich immer bewährt, weil die Pflanze eher mit Trockenheit umgehen kann als mit zu nassem Boden. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr zu viel gegossen habt, dann einfach lieber ein bisschen weniger gießen und öfter als zu viel. Genau, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Tipp. So, jetzt zeige ich euch mal einen großen Fehler, den viele machen beim Thema Gießen. Und zwar geht es darum, zu viel Wasser auf einmal zu gießen, sodass der Boden das gar nicht festhalten kann, sozusagen. Das kommt immer dann vor, wenn der Boden ziemlich trocken ist, dann hat der ja nicht die Möglichkeit, das Wasser richtig aufzuhalten. Wenn ich jetzt hier in so einem trockenen Boden viel Wasser auf einmal gieße, dann werdet ihr sehen, er fließt das meiste einfach nur unten wieder raus. Das mache ich jetzt mal. Ich gieße jetzt mal da, boah, bestimmt 2, 3 Liter auf einen Schwung rein. Und das sickert einfach nur durch. Da bleibt nicht viel im Boden hängen. Jetzt dauert es erstmal einen kleinen Augenblick. Aber das kommt natürlich auch immer auf die Erde drauf an, wie gut die kann dir das Wasser speichern. Aber prinzipiell, wenn ihr zu viel auf einmal gießt, kann der Boden das einfach nicht festhalten. Und daher empfiehlt es sich immer, in kleinen Etappen zu gießen oder ein bisschen zu warten und dann nochmal ein bisschen was nachzugießen. Und dann ist es wie so ein Schwamm, der sich langsam vollsaugt. Ihr seht, hier läuft es einfach nur raus aus dem Topf. Da bleibt nicht viel drinne. So, ich zeige euch das jetzt nochmal. Ich gieße nochmal ordentlich was nach. Also viel zu viel, kann der Boden gar nicht aufhalten auf einmal, weil es einfach zu viel auf einmal ist. Und genau das ist auch der Grund, warum unbedingt zwingend jeder Topf und jedes Hochbeet unten eine Drainage haben sollte. Dass genau sowas möglich ist, dass das überschüssige Wasser rausfließen kann. Weil wenn es jetzt das zu viele Wasser im Topf stehen bleiben würde, das wäre der sichere Tod für jede Pflanze. Weil Staunässe ist richtig schlecht. Und so mit so einem Loch unten im Topf kann das überschüssige Wasser rausfließen. Und ja, dann lauft ihr nicht Gefahr, dass die Pflanze ertrinkt. Jetzt noch ein paar Tipps zum Thema Gießen. Ihr könnt euch vieles erleichtern, wenn ihr einen möglichst großen Topf auswählt am Anfang des Jahres. Je größer der Topf, desto besser. Da habt ihr es einfach viel einfacher beim Gießen und müsst euch weniger um die Pflanze kümmern. Und der Pflanze tut es auch viel besser. Ja, ihr seht jetzt hier, mein Boden ist nicht gemulcht. Das könnt ihr aber auch gerne machen. Also besonders in Töpfen macht es eigentlich gut Sinn, dass man eine kleine Mulchschicht oben drauf macht. Das hält einfach noch ein bisschen mehr Wasser im Boden. Aber bei so ganz kleinen Töpfen macht es meiner Meinung nach ziemlich wenig Sinn, das Mulchen, weil das meiste Wasser durch die große Pflanze verdunstet wird und nicht durch die Oberfläche hier. Also es macht eher bei größeren Töpfen Sinn, da würde ich empfehlen zu mulchen. Ja, in meinem Hochbeet habe ich zum Beispiel gemulcht. Das macht einfach Sinn, weil die Erdoberfläche so groß ist. Kann dann schon ordentlich Wasser verdunsten. Und ihr schützt natürlich auch die Erde. Aber sonst auch in so einem kleinen Topf, so eine Mulchschicht kann nicht schaden. Aber ich habe das mir jetzt hier gespart, weil ich sehe da jetzt nicht so großen Sinn im Mulchen. Ja, soweit erstmal. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein wenig weiterhelfen. Macht euch da keinen Stress mit dem Thema Gießen. Das ist kein Hexenwerk. Mit der Zeit bekommt man da ein Gefühl für, was braucht die Pflanze, wie viel Wasser, zu welchem Zeitpunkt und so weiter. Also das ist eigentlich kein Hexenwerk. Mit der Zeit schafft ihr das, guten Gefühl zu entwickeln. Soweit erstmal. Bis zum nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Ciao.